Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGeddon. In der heutigen Folge werden wir so eine Mischung aus Besuchen und einen Oni-Drachenangriff machen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit den Besuchen an. Zwei aus meinem Clan wollten besucht werden. Einmal der Messi 366. Genau, besuchen wir den einfach mal. Rathaus Level 7, Trophy Base. Der erste Eindruck ist befriedigend, so von der Note her. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab, aber der steht meiner Meinung nach etwas weit zu außen. Die Minenwerfer stehen im Dreieck, was ideal ist, wie ich es auch schon oft gesagt habe. Die Luftabwehr deckt, glaube ich, deckt die ganze Base ab. Die Clanburg steht etwas weit außen, aber wenn man nicht oft fordert, dann braucht man die eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie oft du forderst. Aber sonst ist die Base eigentlich relativ in Ordnung, würde ich mal so sagen. Joa. Gefällt mir nicht so. Ich bin nicht so der Trophy-Base-Fan. Ich bin eher so der Farmer. Ja, ich bin der Farmer. Farmer-Warmer. Biatches. Okay, jetzt werden wir den Hitjut besuchen. Hitjut. Immer noch der beste Name. Rathaus Level 8 Trophy-Base. Okay, der Magierturm deckt zwei Lager ab. Der deckt zwei Lager ab, der deckt zwei Lager ab. Die Minenwerfer stehen im Viereck. Aber ich finde, die drei stehen etwas weit zu außen. Die verborgenen Teslas sind drin. Ja, könntest mal die Fallen reaktivieren. Aber ich ehrlich gesagt reaktiviere die auch nicht immer, da mir das nach einer Zeit zu teuer wird. Wenn man überlegt, wenn das ganze Dorf zerstört wird, muss ich schon 70.000 zahlen. Und andere müssen sogar noch mehr zahlen. Ich habe meine Fallen noch nicht mal geupgradet. Aber sonst, du hast die Hauptregeln befolgt. Aber was ich dir raten würde, tu lieber die Kasernen raus und tu die Kanonen rein. Ich meine, es hat ja keinen Sinn, wenn die drin stehen. Zum Beispiel die Kaserne kann man auch mit einer Goldmine tauschen. Die Kaserne kann man mit einem Elixiersammler tauschen. Macht mehr Sinn, meiner Meinung nach. Okay, jetzt werden wir den Efe besuchen. Nicht auf die Windows-Taste drücken. Okay, hier ist die Clanburg. Nach Hause, wir müssen nach Hause, um einen Clan zu suchen. So, Clans suchen. Den ersten, den wir jetzt besuchen werden, ist den Efe Clan. Ja, er hat einen Hashtag hintergeschrieben, zum Glück. Hashtag 9289. VIP Clan B Camp. Okay, du heißt Efe. Efe, 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 Efe. Da bist du ja. Level 80. Ja, gucken wir uns mal das Profil an, obwohl ich es nicht wollte. Okay. Goldjagd, da hast du nicht allzu viel gestohlen, wie ich sehe. Elixier auch nicht. Hast aber sehr viele Hindernisse. 1110, das ist schon relativ viel. Ich glaube, ich habe weniger. Okay, besuchen wir einfach mal. Ich kann mit dem Profil noch nicht so viel anfangen. Okay, was mir erstmal auffällt, deine Mauern. Ja, sieht so aus, als wenn du deine Mauern gerade auf 7 machst. Aber ich würde dir empfehlen, die auf 7 zu machen, falls du es nicht getan hast und die einfach nur so geupgradet hast. Mach die erstmal alle auf 7 und ignoriere den Rest. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Die Minenwerfer sind... Ein gradest du gerade ab, oder? Oder ich bin nur blind, ich bin blind, okay. Einer... Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Das ist schwierig. Ich finde, dass der vierte Minenwerfer nur Sorgen macht und... Der ist kein großer Profit. Ich würde vielleicht... Nee, das steht ja zu weit außen. Schwierig. Ja. Lass ihn einfach am besten so stehen, aber die ganze Base wird leider nicht abgedeckt. Das ist das Problem. Okay, kümmern wir uns im Rest. Die Kanonen auf 10. Scheint nicht, dass du so lange da schon... Scheint nicht, dass du so lange noch nicht auf Rathaus Level 9 bist, ne? Ich glaube es nicht. Und was ich dir empfehlen würde, Magiertürme erstmal auf 6. Zwei hast du ja schon auf 6, den einen auf 4, den würde ich demnächst auf 5 machen. Dann die Flächenschäden immer als erstes hoch. Ich habe mich zwar nicht dran gehalten, aber ich wollte einfach nur die Kanonen auf 11 haben, da sie richtig geil aussehen. Die X-Bögen hier decken jeweils
die ganze Base ab. Ich würde immer empfehlen, X-Bögen auf Boden und Luft zu tun, da das am meisten Sinn macht, denn nur Boden, wenn jemand so mit Lufteinheiten kommt, ist man schon schnell wegkanackt, weggesnaggelt, wenn man eine Luftabwehr oder so im Ausbau hat. Okay, aber sonst die Base gefällt mir. Gut gemacht, Efe, und den nehmen wir jetzt besuchen. Ja, er ist nach Hause. Ist der Ewim aus dem Clan Kirche, ich weiß nicht, Kirche glaube ich, aber er hat mir jetzt dann den Hashtag-Kürzel runtergeschrieben. Hashtag LL9L8LV oder U. Okay, dann war es ein U. Meine Schrift ist einfach nur schrecklich. LL9L8LU. Ja, da ist er auch schon. Das war ein U und kein V. Ewim, ich habe ihn ja schon mal besucht, aber er wollte gucken, wie sich seine Base so weiterentwickelt hat. Okay. Hieß er Ewim? Ich glaube schon. Da! Du bist gerade am Farm Level 83 besuchen. Ich will nicht immer aufs Profil. Ich will ihn nur besuchen, Mann. Okay, Rathaus Level 9. Farming Base. Was mir direkt auf... Ah, das ist ja meine Base. Guter Junge, guter Junge, guter Junge. Meine Base kann ich nur allen auf Rathaus Level 9 weiterempfehlen. Da ist allen... nur die Mitte hast du ein bisschen verändert, aber sonst ist das fast meine Base. Aber die Base würde ich auch allen weiterempfehlen. Wie man hier sieht, die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Die Minenwerfer stehen meiner Meinung nach nicht optimal, aber das kann man ja ändern, das kann man ja ändern. Die Luftabwehr ist jeweils, deckt die ganze Base ab. Top Base, Top Base. Mehr kann man dazu nicht sagen, aber... Was ich mache, ja, du farmst gerade Dunkles. Aber wenn du die Base wirklich optimieren willst, würde ich diesen... Nein, nicht die Königin. Den Minenwerfer mit dem dunklen Bohrer tauschen. Und den Minenwerfer mit dem dunklen Bohrer tauschen. Dann wäre die Base perfekt. Aber sonst Top Base. Und ich würde auch sagen, wir fangen zu dem Anlass da. Drachen ja nur noch 6 Minuten dauern. Er ist leider nur für kurze Zeit. Werden wir auch direkt einen Only-Angriff mit dem machen. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Ich würde sagen, den nehmen wir einfach. Die Luftabwehr ist sehr zentral, aber... Ich finde einfach keinen Gegner, keinen vernünftigen Gegner. Ja, und den nehmen wir jetzt einfach, bevor ich noch 1000 Jahre lang suche. Ich habe noch einen Blitzzauber dabei, falls es Clan-Truppen gibt. Okay. Dann setzen wir mal direkt einen Wutzauber, damit es schneller geht. Ja, sehr viele sind reingekommen und jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Am besten hier so einen Blitzzauber auf die Luftabwehr da. Sie... Ja, ja, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Live-Angriffe sind immer schwer zu kommentieren, da man sich auf den Kampf konzentrieren muss. Aber jetzt habe ich fast alles gesetzt. Jetzt werden wir hier noch einen Wutzauber setzen und mal gucken, ob wir das... Ey, wir haben richtig viel Loot bekommen. Das ist Gel. Also die Drachen sind ja immer unberechenbar. Die fliegen immer so, wie man es nicht haben will. Zumindest im Clan War ist das immer so, aber im Moment bin ich recht zufrieden mit denen, wirklich. Also so eine Base haben wir schon mal weggenackt. Ja, bei Luftabwehr muss, bei Lufteinheiten muss man ja nicht drauf achten, was für ein Level die Mauern haben. Auch wenn die Mauern hier, ach, ich habe vergessen, die Queen zu zünden. Ich, Intelligenzbolzen. Mann, ey. Ich hasse es, wenn man vergisst, die Helden zu zünden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch der Loot auch so dermaßen schlecht ist wie bei mir im Moment. Also zu Bartschen finde ich im Moment fast gar nichts, wirklich. Das finde ich etwas schade. Ja, 84% beinahe den ganzen Loot bekommen. Jetzt werden wir noch den Drachen sterben lassen. Oh, der bekommt sogar noch einen Tesla. Ja, komm, die Kaserne brauchen wir nicht mehr kaputt machen. 200k Elixier, 90k Gold. An Elixier habe ich Minus gemacht, aber das war ja auch schon voraussehbar und ich weiß gar nicht, wieso die jetzt alle verlassen. Augustin und Xfisi haben doch geschrieben, dass sie wiederkommen. Ja. Ich versuche das mal allen recht zu machen. Ja, ich wollte euch jetzt fragen, also meine Lust auf Sims ist wirklich vergangen und ich habe wirklich keinen Bock mehr, das zu spielen, da es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Und ich wollte fragen, was ich so als Ersatzprojekt machen könnte.
Minecraft, also ich habe bis jetzt nur einmal in meinem ganzen Leben Minecraft gespielt und ich wüsste auch gar nicht so recht, was man da jetzt playen könnte. Aber wenn ihr es wollt, dass ich es mal mache, könnt ihr mir das ja ruhig in die Kommentare schreiben. Und ich würde auch sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr COC-Folgen sehen wollt, könnt ihr mich auch ruhig abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.